Durchblick und Licht im Dunkel schaffen, das tun unsere Ingenieure. Das macht die SSB-Kampagne, das machen die Aktiven und die Aktiven in den Bürgerbegehren. Und das macht unsere Mahnwache seit mittlerweile 4 Jahren, am 17. Juli, das 4. Jahr. Und da wird ein Fest organisiert. Ein Fest für die vielen, die bei jedem Wetter die Mahnwache am Laufen gehalten haben. Und weil es ein Fest sein soll, für die Mahnwächterinnen, braucht es noch viele helfende Hände. Tragt euch bitte deshalb am Infostand mit der K21-Fahne ein in die Helferlisten und nehmt Einladungen für dieses Fest am 17. Juli mit, damit die Helfer aus den Mahnwachen nicht auch noch die sind, die für uns die Bewegung des Festes organisieren müssen. Sie helfen uns, wir helfen Ihnen. Und dieses Fest am 17. Juli um 17.07 Uhr beginnend im Berger Festzelt. Das hat ein Programm, das attraktiv ist, liebe Leute. Dort spricht Katharina Dreher von der Mahnwache. Dort spricht Laura Halding-Hoppenheit. Dort spricht Winfried Hüfler. Und Kabarett vom Feinsten gibt es von Herbert Hefele, von den Geigenstrücken. Und Musik macht Confusion. Wir brauchen, bevor wir gleich zur Demo losgehen, noch ein paar Leute, die sich ans Fronttransparent vorne bewegen und helfen, dieses Fronttransparent zu tragen. Bitte geht nach vorne und helft dabei mit. Wenn wir vom Licht ins Dunkel tragen, im Sinne von Information vermitteln und Aufklärung betreiben, reden, dann gehört dazu natürlich auch ein Blockadefrühstück. Ein Blockadefrühstück, das jetzt am Elefantensteg morgen früh ab 6.30 Uhr stattfindet, als Protest gegen den geplanten, blödsinnigen Abriss des Elefantenstegs. Und das will auch die an die heutige Montagsdemo anschließende Protestdemonstration. Die geht dann, nachdem die Montagsdemo über den Schillerplatz, den Schlossplatz, die Bolzstraße, die Friedrichstraße vor die LBBW gezogen ist, von dort aus weiter, wenn die Montagsdemo dort vor der LBBW am Eingang zum Quartier Kreta, wie Joe Bauer es genannt hat, wenn die Montagsdemo dort beendet ist. Das ist also der Ausgangspunkt für die Demo zum Elefantensteg, deren Abriss man nur so kommentieren kann, wie unsere Cannstatter es getan haben in einem Flyer: Sotte Säcke. Also für Leute, die demonstrationsstark sind, gilt es heute Ausdauer mitzubringen. Wer das nicht mehr packt, der kann seinen Protest in unserer vielfältigen Bewegung auch anders zeigen. Der kann zum Beispiel heute Abend zu einer Veranstaltung, bei der Hans Heidemann spricht, unter dem Titel "Welchen Nutzen hat Stuttgart 21? Eine kritische Betrachtung" um 19.30 Uhr ins Gemeindehaus der evangelischen Johannesgemeinde in der Gutenbergstraße 16 gehen. Dort werdet ihr sicherlich noch mehr dazu hören, was Hans heute angedeutet hat. Und jetzt üben wir doch nochmal, wie das mit den nächsten Demos ist, nach meiner Fehlleistung verboten. Also, am nächsten Donnerstag, am 7.7., ist hier auf dem Marktplatz um 18 Uhr die nächste Montagsdemo. Montag. Am nächsten Montag, am 7. hier, sprechen wir dort, dass ihr das auch gleich wisst, Hannes Rockenbauch, über Wege in Stuttgart, die allen außer den Autofahrern hier zunehmend kaputt gemacht werden. Am 14., Montag, dem 14., findet die Montagsdemo im Nordbahnhofviertel statt. Die Kundgebung beginnt vor der Martinskirche, die erreichbar ist mit der U12. Am Montag darauf, das ist dann der 21. Juli, wieder im Nordbahnhofviertel, weil ja hier der Marktplatz noch besetzt ist. Im Nordbahnhofviertel hat es einen guten Grund, dass die Demo dort stattfindet, denn dort wird der Bevölkerung auf ziemlich brachiale Weise klargemacht, was
die Bahn und die Bauherrinnen und Bauherren unter Fortschritt verstehen, denn deren Fortschritt ist einer, der auf den Belangen der Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger herumtrampelt. Und dagegen gilt es auch dort vor Ort zu demonstrieren. Wir sehen uns nächsten Montag hier auf dem Stuttgarter Marktplatz um 18 Uhr. Oben bleiben!